Halb zwei, hier ist Antenne Frankfurt. Der SC Hessen Dreieich bleibt die Mannschaft der Stunde in der Hessenliga. Dank einer tollen Mannschaftsleistung bezwang der Vorjahresmeister den SC Waldgirmes mit 7:0 und feiert damit den 6. Sieg in Serie. Wir haben jetzt André Vlies, offensiver Mittelfeldspieler beim SC Hessen, am Antenne Frankfurt Telefon. André, 7:0 gegen Waldgirmes, 6 Siege in Folge bei 21:1 Tor. Das sind die Werte einer Spitzenmannschaft. Mal ehrlich, wer oder was kann euch zurzeit eigentlich aufhalten? Ja, also wir wussten ja von Anfang an, dass wir einen sehr starken und breiten Kader haben. Mhm. Und wenn wir unsere Leistung abrufen, dass es sehr, sehr schwer wird, gegen uns was zu holen. Und ich denke, das haben wir in den letzten Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und genau da wollen wir weitermachen. Ja, du warst mit 3 Vorlagen und einem eigenen Treffer am letzten Sieg beteiligt. Für viele war es dein bislang bestes Spiel für Dreieich. Kann man sagen, du bist jetzt richtig angekommen? Also ich denke, dass ich mich vorher auch schon angekommen gefühlt habe und auch sehr gut aufgenommen wurde von Anfang an. Und natürlich mit dem Tor kann man jetzt sagen, dass ich endlich angekommen bin. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, denke ich, dass ich vorher schon angekommen bin. Und ich hoffe, dass jetzt der Knoten bei mir auch geplatzt ist und ich der Mannschaft mit weiteren Toren und Vorlagen helfen kann. Nun erwartet euch mit dem OSC Vellmar der noch sieglose Tabellenletzte. Gerade gegen solche Mannschaften stolpern Spitzenteams gerne mal. Wie wollt ihr das vermeiden? Ja, wir werden das Spiel genauso angehen wie die letzten Spiele auch. Wir werden alles abrufen. Und ich denke, dass Vellmar nichts zu verlieren hat. Mhm. Das wissen wir auch. Aber wenn wir alles abrufen wie die letzten Spiele auch, wird es sehr, sehr schwer gegen uns und genau da wollen wir weitermachen. Und dann denke ich, dass wir die 3 Punkte auch in Vellmar mitnehmen werden. Vielen Dank an André Vlies. Der SC Hessen Dreieich hofft morgen im Auswärtsspiel beim OSC Vellmar auf den 7. Sieg in Folge. Anpfiff ist in Vellmar um 15 Uhr. Wenn das Leben gerade zu allem schweigt.